Ein Mensch, mit dem man kommuniziert, der einem nichts verkaufen will, ist viel mehr wert für die Information als ein Mensch, der uns was verkaufen will. Egal wie toll aufbereitet diese Informationen sind. Und das ist mein Statement für heute. Wie gesagt, ich kann euch nur das Buch ans Herz legen. Ihr müsst es nicht kaufen, aber nur, dass ihr wisst, 50 Euro im Monat, Rohkost vor Lohkost bei Amazon, 50 Euro sind vollkommen ausreichend, um sich mit allen Nährstoffen und auch ungefähr 2000 Kalorien, ich habe das mit dem Kopf so angenommen, weil es die meisten so sehen. Und ja, einfach mein Statement für heute und danke für eure Aufmerksamkeit und alles Gute. Ja, jetzt gibt's gleich meinen Speech auf der Revolution. Ich musste ein wenig mit Filtern arbeiten, um die Geräusche rauszufiltern. Und deswegen hört sich meine Stimme etwas komisch an, aber so versteht ihr den Vortrag besser. Und die gesamte Geräuschkulisse, das ganze Reden der Menschen ist ein bisschen rausgefiltert. Und ich hoffe für euch, das ist die bessere Lösung. Und jetzt viel Spaß mit meinem Vortrag. Ja, haben Geld, wir alle nutzen Geld. Aber wir alle wissen, haben überhaupt keine Ahnung, wie viel unser Geld eigentlich wert ist. Und wir reden alle immer davon, dass die Rohkost so unglaublich teuer ist, dass die Rohkost ja unbezahlbar wäre. Und da möchte ich heute aufräumen. Ich zeige euch heute, wie man für 50 Euro einen Monat lang vollwertig rohköstlich lebt. Und da ist kein Trick dabei mit irgendwas anbauen im Garten oder Containern oder sonst irgendwas, sondern ihr kauft alles für 50 Euro im Monat und es ist vollwertig. Das heißt, was heißt vollwertig? Viele sind sich da überhaupt nicht im Klaren darüber, wenn sie was essen, was Vollwertigkeit bedeutet. Denn sie werden von dem Marketing der Unternehmen immer wieder ja, darauf hingewiesen, ja, das ist vollwertig, das hat alle Vitamine und so weiter. Aber wenn ihr euch die Produkte mal anschaut, es gibt sehr wenige Lebensmittel, die wirklich alle essentiellen Mineralstoffe, Aminosäuren und Vitamine enthalten und dazu noch Omega-3-Fettsäure. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich da auch zu informieren. Und mein Buch Rohkost for Low Cost zeigt euch das. Ich werde euch heute ein paar Tricks verraten. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, ich war jetzt nicht groß vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ich stehe an irgendeinem Stand, aber dass ich hier vortragen muss, war mir nicht bewusst. Ich habe nur ein Exemplar, das ist nicht mal mir, das wurde mir gerade zugespielt. Gibt es bei Amazon für 9 Euro, für 12 Euro. Das ist, ja, das sind 17 Rezepte, alle unter 1 Euro. Alle Rezepte vollwertig, wirklich vollwertig. Und ja, für 30 bis 50 Euro könnt ihr im Monat davon leben. Heute gibt es ein paar Sachen. Warum ich das gemacht habe, ist auch ganz wichtig. Das ist jetzt nicht irgendwie so was Theoretisches, sondern ich hatte tatsächlich die Situation vor 2 Jahren erstmalig, dass ich die Hartz-IV-Challenge gemacht habe. Ich musste von 140 Euro im Monat leben. Das war für damalige Verhältnis für mich. Wow, wie soll das gehen? Das ist aber der Hartz-IV-Regelsatz. 140 Euro im Monat. Und da habe ich dann mal versucht, vegan zu leben. Da gibt es ja auch so, vegan ist teuer. Und das habe ich probiert. Und das war ja ein Überfluss. Ich habe veganes Sushi gemacht, ich habe Südfrüchte eingekauft, ich habe alles gemacht. Das ist das erste Buch, das ist Vegane Welt mit wenig Geld, gibt es auch bei Amazon. Und ja, und jetzt, 2 Jahre später, nachdem ich auch zur Rohkost gewechselt bin, wollte ich es einfach weiter treiben. Und ich wollte genau wissen, wie viel Geld braucht es denn wirklich, sich vollwertig zu ernähren in Deutschland. Und ja, herausgekommen ist ein Betrag, individuell je nach Kalorienbedarf, zwischen 30 und 50 Euro. Das hört sich unglaublich an für die meisten. Dementsprechend ist das Buch auch bei Amazon in den Top 10, was die Ernährung angeht. Und ja, bin nicht wenig stolz darauf. Ja. Also, der Mythos ist, die Rohkost ist teuer. Und die Rohkost ist für die Elite. Und wenn man hier so ein bisschen durch die Messe geht, dann kann man auch nachvollziehen, warum ja, der, sag ich mal, vielleicht nicht so informierte Mensch diesbezüglich da ja, auch ein bisschen Vorbehalte hegt. Allerdings, was ihr hier seht und was ihr hier kaufen könnt, das ist absoluter Luxus. Das machen wir uns nichts vor, das ist für unseren Genuss. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, wenn man das richtig einordnet und wenn man nicht von dem Genuss abhängig ist. Denn die Genusssucht ist tatsächlich ein Problem in unserem Land. Und es ist nicht die Zuckersucht, es ist nicht die Weizensucht,
Das ist überhaupt kein Problem. Denn esst mal rohen Zucker. Esst einfach mal rohen Zucker, bis ihr nicht mehr kennt. Ihr esst nicht so viel. Ihr seid nicht danach süchtig, wenn ihr rohen Zucker esst. Esst mal einfach Weizenkörner. Ihr könnt die rohköstlich essen. Esst die einfach mal. Ihr könnt euch nicht überfressen und ihr habt eine Weizenwampe oder sonst irgendwas. Und was Gewichtsabnahme angeht, da bin ich Experte. Ich habe 165 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich knapp unter 100 Kilo. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen weiter. Also sowohl Zucker ist kein Problem, als auch Weizen ist kein Problem, wenn ihr das einfach losgelöst esst. Das Problem ist die Genusssucht und die Kombination der Dinge. Und das Problem ist nicht nur rein vom Nährstoff, sondern halt auch von der Problematik, dass mit jedem Verarbeitungsschritt, den ein Produkt nimmt, hat das Unternehmen, was dieses Produkt anbietet, eine Möglichkeit, diesen Verarbeitungsschritt zu verschleiern und kann, ja, Rezept draus machen, geheimes Rezept, oder wir mussten investieren für die Maschine, damit das hergestellt wird, und es wird immer teurer, und deswegen ist es ganz normal und logisch, dass die Rohkost die preiswerteste Art ist, sich zu ernähren, weil die unverarbeitet ist. Da kann man nicht irgendwie hintenrum versuchen, irgendwie Geld zu machen. So, und entsprechend, das sagt schon der normale Menschenverstand. Ja, und das war für mich einfach so der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn das so ist, dann schaue ich mal genau nach, was die einzelnen Produkte oder die einzelnen Obst- und Gemüsesorten, was Getreide, wie sind denn die Nährstoffverteilungen? Und das war sehr interessant, was ich da rausgefunden habe, und das werden wir heute erfahren, dass das wird eure Welt, bin ich mir zu 100% sicher, eure Welt auf den Kopf stellen. Ihr kennt alle Weizengraspulver, Gerstengraspulver, verschiedene Grüngraspulver und so weiter. Ihr geht hier rum, ihr seht das alles. Superfoods, mega, alle Mineralstoffe, mehr Vitamin C als Orangen und so weiter. Wenn ihr ganz normal, und das ist noch nicht mal das, was im Buch steht, weil das ist kostenlos, wenn ihr Süßgras von draußen nehmt, ganz normales Süßgras. Süßgras erkennt ihr daran, dass es gibt zwei verschiedene Gräserarten. Pauschal gesagt, Süßgras ist das, da kommt der Stängel, und aus dem Stängel wächst dann ein Blatt. Wenn das direkt auf dem Boden, die ganzen Stängel rauskommt, dann nicht es, wenn Stängel und dann die Blätter rauskommen, das ist Süßgras. Erntet das ab, haut das in den Saftor, den Saft, den ihr rausbekommt, der hat mindestens, weil es halt wild gewachsen ist, und die Böden an der Stelle nicht ausgelaufen ist, weil es wild ist, mindestens den Nährstoffgehalt von Weizengras, Gerstengras und so weiter. Kostenloses draußen, einfach in den Saft rein. Schmeckt sogar recht ähnlich, ein bisschen herber, aber das nur beiseite. So weit müsst ihr nicht gehen, denn so weit bin ich auch nicht gegangen, aber das nur am Rande mal erwähnt. Ich habe schon angesprochen, es gibt ein oder zwei, sag ich mal, magische Lebensmittel, die, wenn ihr euch preislos rohköstlich ernähren wollt, es muss nicht 50 Euro im Monat sein, es können aber 70 oder 100 Euro im Monat sein, wie ihr das immer wollt. Dann gibt es zwei magische Lebensmittel. Das erste ist Getreide. Getreide ist ein Lebensmittel, das ist ein Handy. Okay. Der Getreide ist ein Lebensmittel, was oftmals in Beruf geraten ist. Natürlich ist es in Beruf geraten, wenn es zubereitet wird. Wenn die zum Beispiel die Haferflocken, die ihr kauft, wenn die erhitzt worden sind. Das bedeutet, die Enzyme sind denaturiert. Was bedeutet das, dass die Enzyme denaturiert sind? Das ist auch wieder so ein großes Ding, wo ich einfach mal sagen möchte, werdet bewusst und denkt nach. Wenn in der alternativen Szene und häufig gesagt, Enzyme denaturieren, und dann können die Enzyme in unserem Körper gar nicht mehr wirken. Oftmals braucht es die Enzyme gar nicht, dass sie in unserem Körper wirken, die werden durch die Magensäure sowieso zerstört. Aber was wichtig ist, ist, dass die Enzyme unserem Körper genau klar machen, was essen wir gerade. Was ist das, was wir zu uns nehmen? Identifikation. Und ich weiß nicht, inwieweit einige von euch sich wirklich rohköstlich ernährt und andere sich nicht rohköstlich ernährt und dann mal gewechselt sind. Es ist ganz schwer, sich von reiner Rohkost zu überfressen. Ich kann das sagen. Ich bin ein Meister des Überfressens. 165 Kilo kommt nicht von irgendwo her. Also, überfressen von reiner Rohkost, außer ihr mixt die jetzt komplett zusammen, verarbeitet die, hochverarbeitete Produkte, dann ja. Aber wenn ihr im schärfsten Fall Tomaten, Gurken, Äpfel, Ananas, Kiwi, alles auch süße Sachen, ihr könnt euch nicht überfressen. Das ist nicht möglich. So, weil der Körper erkennt die Nahrung und sagt irgendwann Stopp. Wenn wir allerdings gekochte Nudeln oder gekochte Kartoffeln essen, dann kommt das wie ein Makronährstoffbrei an. Der Körper versucht alles zu verwerten, aber er identifiziert die Nahrung. Und das ist
so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade bei Getreide als sehr, sehr wichtigen und vor allem nährstoffreiche Lebensmittel, der da schlecht in Verruf geraten ist. Denn natürlich, wenn man Brötchen isst oder wenn man Nudeln isst und selbst wenn man gekaufte Haferflocken isst, dann ist das nicht optimal. Wenn man aber das als Rohkost verzehrt, dann ist es sehr wohlgesund. Es gibt drei Möglichkeiten, Getreide roh zu verzehren, die ich praktiziere und wo ich guten Gewissen sagen kann, das ist für jeden auch, ja, denke ich, möglich. Die erste Möglichkeit ist, dass man über Nacht das in Wasser einweicht, in kaltem Wasser im Kühlschrank, am nächsten Morgen das rausnimmt und dann ist der Weizen ein bisschen weicher geworden. Dann haut man einfach noch Früchte rein, was man möchte, und isst das als Frischkornmüsli. Das hat damals auch der Deutsche Wetter, den sicherlich einige von euch kennt, auch so praktiziert. Ja, die ganzen Stars damals wurden so geheilt, dass ich einfach Frischkornmüsli unter anderem gegessen habe. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dieses Korn einfach in einen Flocker zu tun. Ein Flocker macht den Reis nicht anders als Flocken, ihr habt Haferflocken. Aber ihr habt Haferflocken mit intaktem Enzym. Der Körper erkennt, das ist Getreide. Und Getreide ist ein hoch mineralstoffreiches und aminostoffreiches, also proteinreiches Lebensmittel. Und das erkennt der Körper dann. Man könnte nicht so viel essen, wie ihr Brötchen essen könnte. Und das ist so eine Sache. Also, wer mal wirklich frische Haferflocken gegessen hat, schmeckt gar nicht so anders. Viele sagen dann, ah, das ist Rohkost, Rohkostqualität, dann schmecke ich das besser. Ja, glaube ich nicht dran. Also ich habe keinen großen Unterschied geschmeckt, aber du kannst nicht so viel essen, als wenn du die gekauften Rohkostflocken, die es im Handel gibt, ja, zu dir. Dann kommen wir zur nächsten Verarbeitung, also dass wir auch, ja, auch Getreide zu euch nehmen können. Das ist die Form, die am einfachsten ist, die am gewöhnungsbedürftigsten ist. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es möglich ist. Vielen Menschen geht es darum, dass sie kauen können, dass sie essen können. Gerade Leute, die Fernseher zu Hause haben und die halt auch mal YouTube-Videos schauen, zum Beispiel von Roar Spirits, Deutschlands bester Rekord-YouTuber, die essen den Pie, die kaufen was. Das ist ganz gut. Die Getreidekörner direkt so als Trockenmüsli zu essen. Einfach Getreidekörner in eine Bowl geben. Hier, weil in der Sonnenfolge ist noch eine Bowl von Vortrag da von Farmen. Ich glaube, die letzte Bowl hier kauft man noch vielleicht 10 oder 12 oder 15 Euro, keine Ahnung, wenn die da ist. Auf jeden Fall einfach die Getreidekörner rein und dann etwas Saftiges dazu. Wie Sultanin, sehr, sehr preiswert. Oder ihr nehmt, also ich nehme immer Sultanin. Wenn ihr mehr Geld zur Verfügung habt, könnt ihr natürlich auch Trockenfrüchte nehmen, was euch eurem Budget angemessen ist. Dazu ganz wichtig, Leinsamen oder ihr nehmt, also Leinsamen auf jeden Fall, Handstamm als Alternative oder Mohn und Sesam. Warum? Da komme ich gleich noch dazu. Also Getreide ist möglich, Rohkost nicht zu ernähren. Das reicht, wie gesagt, im Rohkost vor Lowkost steht das alles nochmal drin, nur mal als Information. Ich will es auch nicht überladen, weil ich habe ein ganz schönes Programm, wo mir was ich noch sagen möchte. Weil es gibt so viel, wo ich aufklären möchte. So viel, was ihr hier nirgends erfahrt, weil es halt einfach etwas ist, was euch gut und nicht jemand, der das verkaufen will. Dann kommt das Pflanzenmilch. Pflanzenmilch, ihr kennt das alle, Mandelmilch, Kokosmilch, Hafermilch, Sojamilch, gibt alles, könnt ihr kaufen, wunderbar. Aber die gesündeste Milch, die gesündeste Pflanzenmilch, könnt ihr euch selber machen. Das könnt ihr wunderbar kombinieren mit zum Beispiel selbstgeflochten Haferflocken. Und das ist die Leinsamen. Denn Omega-3-Fettsäuren ist eine Rohkosternährung, das kann ja auch wieder vegane Ernährung, kein Problem, aber man sollte Fokus drauf legen. Und Leinsamen, Hanfsamen, ja, auch Chiasamen, aber warum soll ich Chiasamen nehmen, wenn ich auch Leinsamen habe? Zumindest wie Pflanzenmilch. Im Gegenteil, Chiasamen dickt das alles noch ein bisschen an, weil ich unnötig. Auf jeden Fall Leinsamen oder Hanfsamen einfach in die Mixerei, ungefähr 20 bis 40 Gramm. Dazu Wasser, so viel ihr braucht. Wenn ihr euer Müsli etwas fester haben wollt, dann weniger. Wenn ihr es etwas flüssiger haben wollt, dann mehr. Und einfach rein und dann habt ihr eine Leinsamen. Da habt ihr Omega-3-Fettsäuren. Da habt ihr Milch. Und dadurch, dass euer Müsli meist Früchte enthält, andere geschmacksintensive Stoffe, ist es total egal, ob ihr Sojamilch oder Kokosmilch habt. Also, das macht keinen Unterschied. Leinsamen ist extrem preiswert. Einfach 20 bis 30 Gramm Leinsamen, Wasser, ihr habt eine Pflanzenmilch. Und sieht das nicht ab durch Zeitverschlag, durch irgendeinen, dass dann irgendwas übrig bleibt. Das sind Ballaststoffe, die sind so wichtig für unsere Darmgesundheit. Extrem wichtig. Ich verstehe das nicht, warum
auch die Leute immer das absagen. Das ist extrem wichtig. Ja, es schmeckt ihnen. Ich mag das nicht so zwischen 10. Leute, wir sind in einer Gesellschaft, das ist bizarr. Das ist bizarr, und so was wir uns hier aufregen. Das ist irgendwas zwischen 10 oder was. Das ist ein Luxusproblem. Und da mal ein bisschen, ja, ich sag mal, down zu graden und einfach wieder bewusst zu werden. Das, darum geht's. Lebensglück, Lebensgefühl. Und ja, Leinsamkeit ist ein Punkt, unbedingt beachten. Und dann, das ist meine göttlichste Erkenntnis ever, wo ich das hatte. Ich habe auch schon als Video geteilt. Ich mache jeden Tag ein Video. Ich lebe davon, dass ich ein professioneller YouTuber. Ich mache nichts anderes im Leben, als die Menschen aufklären. Ausgehend meiner Geschichte, die möchte ich euch gar nicht jetzt antun, ist sehr interessant, aber könnt ihr Raw Spirit YouTube selber da nachlesen. Und da habe ich ein Lebensmittel gefunden. Ein Lebensmittel, was wir alle kennen. Und wir kaufen Superfoods, wir kaufen ganz teure, spezielle, exotische Lebensmittel, wo andere Bauern in anderen Ländern ausgebeutet werden. Wir haben hier das perfekte Superfood hier. Und das kennen wir alle. Und es ist so ultra billig. Und es ist so wahnwitzig, dass uns das nicht bewusst ist. Und das ist die Möhre. Die Möhre ist ultra vollwertig. Wenn ihr 2,5 Kilo Möhren esst, 2,5 Kilo Möhren, oder ihr dürft das, dann habt ihr 250 Gramm Möhrenchips. Das ist so ein kleiner Beutel. Dann habt ihr alle essentielle Mineralstoffe in der von der DGE empfohlenen Menge, alle Vitamine und, jetzt kommt's, alle Aminosäuren, Proteine in der Möhre, 2,5 Kilo. Ihr müsst euch nur informieren. Chronometer.com ist eine große Seite, wo ihr die Nährstoffanalyse vieler Lebensmittel da betrachten könnt. Da habe ich alles rausgefunden. Und das ist Wahnsinn. 250 Gramm deckt alles. Okay, kleiner Export, nicht alles. Es gibt zwei kleine Sachen, die nicht gedeckt werden. Omega-3-Fettsäuren werden nicht gedeckt von der Möhre und Selen. Diese beiden Sachen, Omega-3-Fettsäuren, da müsst ihr für 2,5 Kilo Möhren tatsächlich einen Esslöffel, 2 Esslöffel Leinsamen noch am Tag essen. Und was ihr auch essen müsst, wäre dann noch 3 bis 4, 5 Paranüsse. Oder alternativ normales Gras, Weizengrassaft, ist auch Selen enthalten. Aber es ist halt Wahnsinn, die Möhre. Und ich bestelle mir Möhrenchips. Möhrenchips, die sind schon gedörrt und 250 Gramm. Du kannst sie immer essen, das immer wieder bei, immer mal im Mund nehmen, was essen. Möhrenchips schmecken süß, schmecken so ähnlich wie Beef Jerky. Vielleicht kennt das der ein oder andere noch aus deiner Fleischesserzeit. Schön zäh, kann abreißen. Und das Tollste ist, es wird als Tierfutter verkauft und damit ist es noch ein Stück billiger. Das ist immer beim nächsten Thema, wo ihr sparen könnt: Tierfutter. Tierfutter, da muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt das verarbeitete Tierfutter und es gibt das normale Tierfutter. Das verarbeitete Tierfutter, Whiskas, Pedigree, Chubby und alles das, das ist der größte Dreck auch für eure Tiere. Und das ist genau wie bei uns Menschen. Die verarbeiteten Sachen sind, je nach Qualitätsstufe, auf jeden Fall nicht optimal. Sagen wir es mal so, da ich jetzt kein der Menschen hier irgendwie angreifen möchte, aber es ist suboptimal. Aber es gibt auch beim Tierfutter einfach nur getrocknete Möhren, getrocknete rote Beete, getrocknete Apfel. Und es gibt Äpfel, rote Beete und Möhre. Das sind so die drei großen Dinge. Und die gibt's, die kannst du kaufen. Und du kriegst so einen Sack, 20 Kilo rote Beete für 4,99 € bei horsepower.eu, also Pferdenahrung. Ich dort angerufen, steht übrigens alles auch in dem Buch, Rohkost vor Lowkost. Ich dort angerufen, was ist das? Das bestimmt hier auf den Pestiziden und das sind spezielle Tiernahrung. Der sagt, nein, das sind nicht spezielle Tiernahrung. Das, was dort verkauft wird, das haben wir heute gesehen, da sind solche Knall und solche Knall. Das ist B-Ware, das kommt einfach nicht in den Handel. Das kommt nicht in den Handel, weil wir, das sind wieder bei uns im Genuss, wir stehen dann da und sehen, boah, die sind so groß und klein, was soll ich damit machen? Die bleiben auch schälen, das dauert ja ewig, dass ich geschält habe. Übrigens, der Schal ist für die meisten Hersteller ein anderes Thema, steht aber auch im Buch. So, und dann werden die einfach, die müssen irgendwie weg. Das ist Tierfutter. Dann wird das als Tierfutter verkauft. Das ist so ein Unding. Und ich habe die gegessen, wir haben uns die bestellt. Auch die Äpfel, man schmeckt das schon. Es ist Wahnsinn. Einfach nur frisch vom Feld, ja, direkt aussortiert. Und man sieht die kleinen, großen Knollen. Das ist nicht von Handel geeignet. Man isst die ultra frisch. Und ja, einfach Wahnsinn. Wie gesagt, Tiernahrung, ich kann es nur empfehlen, aber bitte keine verarbeitete Tiernahrung. Wirklich nicht. Also Tiernahrung, die ihr B-Ware ist. Das ist das meiste bei den einfachen Tieren. Ganz wichtiger Punkt. Ich möchte ganz kurz auch nochmal zu den Nährstoffen bei bestimmten Sachen eingehen. Also Omega 3 habe ich schon gesagt. Ganz wichtig, Leinsamen, Hanfsamen. Möglichst täglich in euren Speiseplan mit reinbauen. Ist nicht teuer
und wirklich, ja, also meiner Meinung nach das Einfachste. Dann auch ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff, wo gerade Veganer und Rohveganer natürlich auch, Calcium. Wie kann man Calcium preisbewusst decken? Und zwar gibt es zwei große Quellen, die solltet ihr wirklich zu euch nehmen. Und das ist Mohn und Calcium. Ihr könnt eins von beiden nehmen. Ungefähr 30 bis 40 Gramm sind so zwei Esslöffel, kann man ungefähr sagen. Mohn und Sesam sind extrem billig im ganz normalen Discounter. Extrem billig, ihr könnt ihr natürlich auch im Discounter bei Kaufland, weiß ich, das ist ja so irrwitzig. Da gibt es Sesam ungeröstet und Sesam geröstet. Also einmal in Rohkostqualität, einmal geröstet. Und in Rohkostqualität kostet 1,39 und geröstet kostet 2,79, dieselbe Packung. Und wir hier denken, boah, Rohkostqualität ist was Besonderes. Nein, das ist genau unser Denkfehler. Rohkostqualität ist das Billigere von allen, weil Rohkost ist unverarbeitet. Das muss in die Köpfe rein. Und viele Unternehmen profitieren davon, von diesem Denken. Rohkostqualität ist was Besonderes. Das ist nichts Besonderes. Es ist das Normale. Und das sind so Denkfehler, die wir haben. Und wir haben in unserem gesamten Leben ganz viele Kreisläufe, die wir denken. Der Konsumkreislauf. Auch, wenn es ein Kreislauf ist, wenn wir alle von allen Menschen, die etwas verkaufen wollen, die sagen uns, die decken Bedürfnisse. Ihr müsst das, das ist besser. Und dann sagt man, okay, das ist besser. Dann kauft man das, muss dafür natürlich dann wieder arbeiten. Dann wird gesagt, jetzt müsst ihr nur das kaufen. Und deswegen gibt es so wahnsinnig viele Unternehmen, die uns etwas verkaufen. Und sag auch mal dahinter zu steigen, und zu hinterfragen. Brauche ich das? Oder was verkauft ihr eigentlich? Einfach mal so die Dinge, die hier als natürlich annehmen. Rohkost ist teuer, Rohkost ist elitär. Einfach mal in Frage stellen. Hinterfragen, wirkliche Informationen. Und da einfach mal hoch auch an, würde ich jetzt sagen, Brandwater. Brandwater, das ist die Firma. Ihr seht hier, weißt du, habt was die Brandwater aktuell, hier seht ihr das. Die haben hier nichts zu und verkaufen hier nichts. Die haben den Essenstand gesponsert. Von den Social Media, von den Leuten, die derzeit in dieser kürzester Zeit im Internet, bei YouTube und Blogs, einfach, ja, die Menschen von hier, Brandwater, gibt schon lange. Kennt ihr ja auch die meisten, die Rohkostzeitschriften in Deutschland, die gibt schon sehr, sehr lange. Die kann man auch hier, da gibt es auch Flyer dazu. Das ist wirklich so ein Magazin, wo ich einfach sage, wow, und das sind Informationssteuer. Ne? Aber da muss man auch betrachten, auch wenn wir heute sehen, was die unterschiedlichen Themen sind. Ich bin nicht mit allen wieder, habe ich nicht dieselbe Meinung. Ne? Also ich weiß, parasitenfrei. Er kommt dann und wird euch seine Sicht erzählen. Hört es euch an, genau wie ihr meint anhört, hört euch an, wie ihr vor war. Auch in ihre Sachen präsentieren. Bleibt kritisch, glaubt nicht alles. Hinterfragt. Das ist so wichtig, bevor ihr irgendein Pöberchen ausprobiert, bevor ihr irgendetwas Neues, was total en vogue ist, unbedingt in euren Speiseplan oder eben Parasiten, irgendwas macht, informiert euch nicht. Da möchte ich euch anrufen. Bitte einfach nur informiert. Niemand per se einfach glaubt. Auch das führt zu Lebensqualität. Und immer in erster Linie auf euer Herz hören, auf euren Körper. Und das ist wichtig. Jeder Stoffwechsel ist individuell. Die großen Heilslehren, Ayurveda, die traditionelle chinesische Medizin, die behandeln nicht alle Menschen gleich und sagen, hey, du musst mehr Rohkost essen oder hey, du musst mehr Vitamin C zu dir nehmen, sondern die schauen sich den Menschen an, die schauen sich den Stoffwechsel an, die tun verschiedene Konstitutionstypen bestimmen, die schauen, wie ist die Zunge, wie ist auch jeder Mensch hat ja eine gewisse Geschichte, die natürlich auf den Stoffwechsel einwirkt, hat Umweltbedingungen, die einen belasten. Wer hier neben einem Atomkraftwerk lebt, ist anders als jemand, der in der Natur lebt. Und dann wird angepasst. Und deswegen könnt nur ihr selber, ihr seid euer Experte, ihr selber könnt entscheiden, was euch am besten tut. Und sie behandeln alle individuell. Es gibt kein Superfood für alle. Es gibt keine ultimative Lösung für alle Probleme. Es ist sehr, sehr schwierig, diesen komplexen Organismus, dieser Menschkörper, den wir haben, den haben wir noch nicht verstanden. Dieses Gehirn, wir können das alles nicht reproduzieren. Wir handeln uns jetzt so langsam davor in der Medizin. Und das zu realisieren, ist wichtig. Weil viele stellen sich hin an ihren Stand oder hier oder überall und sagen, ich weiß was. Und es ist so und es ist so und es ist so. Und davor bitte meine größte Warnung, den Leuten einfach nur zu glauben. Weil je nachdem, wie gut man sich ausdrücken kann, wie charmant man ist,
wie gut man die Bedürfnisse der Menschen bedient. Bedürfnisse im Sinne Komfortzone, weil zum Beispiel jeder hört gerne das, was er gerade tut, dass das gut ist. Und wenn das jemand sagt, begründe das irgendwie, dann sagt man, ja, genau, ich hab's gewusst, das ist gut. Aber genau das ist der große Fehler. Das ist immer wieder Genuss, Komfortzone und so weiter. Bitte Vorsicht, kritisch bleiben, informieren. Das kostet Zeit, aber ihr habt die Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden. Jeder von uns. Keiner hat weniger als 24 Stunden. Das ist immer so eine Sache, wenn jemand sagt, ah, ich habe keine Zeit. Natürlich, ich möchte lieber arbeiten, ich möchte Geld verdienen, damit ich mir das leisten kann, damit ich für meine Kinder sorgen kann, damit ich eine Verantwortung. All das sind Konstrukte in unserem Kopf. Aber jeder hat 24 Stunden. Und ich habe mich entschieden, damals, ich war in meinem Beruf sehr, sehr erfolgreich, hatte sehr, sehr viel Geld. Und irgendwann gesagt, ich hatte alles, gib mir diese Checkliste. Die älteren Semester von euch kennen doch die Werbung, die Fotos, mein Haus, mein Auto, meine Familie. So, check, 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 alles erledigt. So, aber ich war nicht glücklich. Ja, und dann ging es dann halt eben los. Und dann bin ich Schritt für Schritt gegangen, bin bewusst geworden und habe das alles hinter mir gelassen. Ich habe zeitweise, deswegen auch das Buch Hartz IV Challenge damals, vegane Welt für wenig Geld. Ich bin ins Hartz IV abgerutscht, weil ich war auf der Suche nach der Wahrheit. Und ja, und nun habe ich sie gefunden. Und es ist keine große Weisheit, die ihr gerne 100-mal gehört habt, aber es geht hier rein und dort raus. Folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen. Das ist alles, was ihr tun müsst. Folge deinem Herzen, deinem Körper. Bleib kritisch mit deinem Verstand. Liebe, Respekt, Demut mit allen Menschen. Und ja, und dann wird das Leben plötzlich, auch wenn ihr kein Geld habt, wenn ihr euch nicht das Superfood an der nächsten Ecke leisten könnt, wenn ihr euch keine Mini-Bananen für 7 Euro das Kilo leisten könnt, dann ist euer Leben so glücklich. Und ich habe das erfahren. Ich habe das erfahren. Und das ist das, was ich euch heute mitteilen möchte. Ihr braucht nicht viel Geld. Ich möchte euch vielleicht mal ein Rezept vorstellen, dass ihr einfach mal eine Ahnung habt, was ja so ein Rezept, was es so bedeutet, was hier in dem Buch drinsteht. Und zwar ist das ein Smoothie-Rezept. Ich glaube, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Das ist ein Smoothie, der kostet 1 Euro. Und in diesem 1 Euro habt ihr alle Nährstoffe des Tages gedeckt. Das sind 1000 Gramm Möhren, 40 Cent, die Bezugskleine habe ich hier hinten immer drin gemacht, dass ihr wisst, wo ich es gekauft habe, dass ihr es nachvollziehen könnt. 1000 Gramm Möhren, 20 Gramm Leinsamen, 60 Gramm Sesam, 2 Bananen, 40 Gramm Sonnenblumenkerne. Einfach in den Mixer knallen und dann habt ihr die Nährstoffanalyse, findet ihr hier zu jedem Rezept. Dann habt ihr für sage und schreibe 99,8 Cent einen Drink, der euch alle Nährstoffe deckt, inklusive Omega-3, Fettsäuren und Selen und 1300 Kalorien. Und, da sind wir beim nächsten, das ist nur mal angerissen, 1300 Kalorien. Jeder sagt 1300 Kalorien, 98 Cent, schön und gut, da habe ich auch mindestens 2000 Kalorien. Okay, dann sind wir dann bei 1,68 Euro. Das ändert trotzdem nichts dran, dass man unter 50 Euro leben kann. Aber überdenkt auch das, denn wo die Kalorienanzahl herkommt, das waren Zeiten, wo wir körperlich hart gearbeitet haben. Und es ist erwiesen, sowohl die Studien habe ich alle in meinen Videos auch gebracht bei Raw Spirit. Sowohl an Tierversuchen als auch an Menschenversuchen. Es besteht ein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass eine niederkalorische Ernährung lebensverlängernd wirkt. Wohlgemerkt, eine freiwillige niederkalorische Ernährung. Wer Hunger leidet, der lebt nicht länger. So, das heißt, Fasten, ich glaube, das wissen wahrscheinlich die meisten hier, ist ultra gesund, weil es einfach dem Körper die Zeit gibt, keinen Stoffwechsel zu haben und dass er sich um die Entzündungsprozesse kümmern kann. Aber dauerhaft Fasten geht natürlich nicht, aber selbst 1300 Kalorien sind wahrscheinlich für den erwachsenen Bürger vollkommen ausreichend. Ist ja advanced, ist auch nicht Thema heute, nur mal angerissen. Ich würde euch einfach nur so ein paar Dinge sagen, wo man bewusst mal nachforscht. Manches guckt euch an, manches sagt, nee. Einfach über den Tellerrand hinausschauen. Wir haben uns heute hier getroffen. Und warum ich hier bei der Revolution bin, ist das Thema, dass wir uns hier austauschen. Dass wir uns austauschen. Ausgehend von unseren Erfahrungen. Es ist unglaublich, wenn ich Menschen sehe, die sich schon jahrelang damit irgendwas beschäftigt haben und ich kann mit dem reden, dann erfahre ich innerhalb von 10, 15 Minuten seine komplette Weisheit von 30, 40 Jahren. Wie wertvoll ist das denn, indem wir kommunizieren? Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat sein eigenes Leben und das ist, jeder steht hier und hat seine Welt um sich rum und alle anderen sind so ein bisschen Kulisse. Ne? Ich bin Kulisse für jeden von euch. Man schaut an,
Für mich bist du Kulisse. Das ist halt so. Und wenn man sich austauscht, dann verbindet sich die Welt, verbindet sich das Wissen. Und das ist das Tolle auch am Internet und auch hier in der Revolution. Unser Wissen verbindet sich mit immer mehr Wissen. In letzter Zeit exponentiell, wie unser Wissensstand, unsere technische Entwicklung, alles immer weitergegangen. Es ist wunderbar, deswegen bin ich bei der Revolution. Und das möchte ich anregen. Euer Wissen im Austausch, nicht nur die Unternehmen, teilweise tolle Produkte, schmeckt total gut. Genuss, ja. Aber das dann auch sehen, das ist Genuss. Das wirklich Essentielle ist der Austausch und das ist die Echtheit der Menschen. Ein Mensch, mit dem man kommuniziert, der einem nichts verkaufen will, ist viel mehr wert für die Information als ein Mensch, der uns was verkaufen will. Egal wie toll aufbereitet diese Informationen sind. Und das ist mein Statement für heute. Wie gesagt, ich kann euch nur das Buch ans Herz legen. Ihr müsst es nicht kaufen, aber nur, dass ihr wisst, 50 Euro im Monat, Rohkost vor Lohkost bei Amazon, 5 Monate sind vollkommen ausreichend, um sich mit allen Nährstoffen und auch ungefähr 2000 Kalorien, ich habe das mit trotzdem so angenommen, weil es die meisten so sehen. Und ja, einfach mein Statement für heute und danke für eure Aufmerksamkeit und alles Gute. Yeah.